Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Forza Horizon 4. Ja, man sieht es schon, ich fahre den 2009er, genau, Lotus 211 nochmal gerettet. Ein ziemlich krankes Teil, wie man sieht. Natürlich wie eigentlich alle Lotus, ein sehr leichtes Fahrzeug. Das wiegt hier 745 Kilo, das ist quasi nix. Aber ganz schön viel Leistung, ist ein 1,8 Liter Motor von Toyota. Da ist es hier mittels Kompressor. Immerhin 255 PS. Das finde ich gar nicht mal so wenig. Bei dem Gewicht ist das schon eine ganze Menge. Diese Wagen gab es einmal als Rennstreckenvariante und auch für die Straße. Man konnte diese Wagen wirklich für die Straße zulassen. Ob damit gemeint ist, auch in Deutschland oder nur in Großbritannien, weiß ich nicht. Aber man konnte damit auf irgendwelchen Straßen fahren. In einem Land. Oder mindestens einem Land. Aber natürlich ist der Wagen eigentlich für die Rennstrecke gedacht. Und folgt natürlich auch dem Motto vom Lotus-Gründer Leistung durch Leichtgewicht. Was das bedeutet, werdet ihr jetzt sehen, und zwar auf meiner Teststrecke. So wunderbar sich der Wagen auch fahren lässt, so enttäuschend ist eigentlich die Rundenzeit. Dieser Wagen hat mit 813 Leistungspunkten, ja, S1-Klasse, eine Rundenzeit von 2 Minuten 49,436 geschafft. Was gar nicht mal so schnell ist. Denn er ist schneller als ein BMW M4. Und zwar rund eine Sekunde. Aber auch deutlich langsamer als ein Ferrari 360 Challenge Stradale. Deutlich langsamer. Er ist eine 2 Minuten 47er Zeit gefahren. Wir sind hier also um die 2 Sekunden langsamer als ein 360 Challenge Stradale.
für den Leistungsindex ist das nicht gut. Aber dafür, dass der Wagen so wenig Leistung hat, kann ich das noch ein wenig verschmerzen. Muss ich wirklich sagen. So, kurz wechseln hier. Also, die Zeit ist jetzt generell natürlich keine schlechte Zeit. Aber dafür, dass er so viele Punkte hat, ist die Zeit doch schlechter als erwartet, muss ich sagen. Aber fahrtechnisch ist der Wagen echt genial. Also, der fährt sich wirklich gut. Also, diese Zeit zu erreichen, war keine großartige Schwierigkeit. Auch immer zu Grip der Wagen, kann ich mich nicht beschweren. Der lässt sich voll gut fahren. Aber klar, natürlich Leistung fehlt, obenrum Topspeed so gut wie gar nicht vorhanden. Naja, wir könnten noch umbauen. Also serienmäßig 1,8 Liter Motor von Toyota mit 255 PS, Kompressor aufgeladen. Dann 3,2 Liter rein 6 Zylinder von BMW, Turbo Rally Motor und oh, scheiße. Ach du Scheiße. Ja, einen 3 Liter V8 Racing Motor. Ja, der den Wagen fast 100 Punkte besser macht. Und zwar ist der aus dem Ariel Atom V8 500. Ja, soll ich das mal machen? Von der Wagen wird das sogar noch leichter. Okay, der Motor ist nur ein Kilo schwerer. Ist eigentlich schon traurig, ne? Und der ist leichter. Und Alter! Wie leicht ist der Motor bitte vom Ariel? Will ich da nix? So drehzahltechnisch, ne? Dreht so, ja, so bis 8000 ungefähr. Und dann, ja. Auf jeden Fall über 10.000 Umdrehungen. Das mache ich mal, oder? Ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Der hätte ja noch aufladen, um Gottes Willen. Nee. Den lade ich jetzt nicht auf, aber Alter. Das ist echt krank. Okay, Rennreifen gehen, das finde ich sehr gut. Ich meine, serienmäßig. Handlingwert ist jetzt schon mal nicht verkehrt. Ich mach nochmal kurz den Motor aus. Und guck mal, was da für ein Handling-Wert gewesen wäre. Ich meine, 9,3 Handling ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Also, Allrad mache ich erstmal nicht rein. Aber Rennreifen definitiv. Und beide Reifen, denke ich mal, auch. Ja, und hinten auf jeden Fall. Ist immer noch zu wenig, aber gut. Ist es halt so. Fell gehen aber massig größer. Ich denke, ich möchte gerne 17 Zöller haben. Und hinten, achso, haben wir 17, machen wir halt 18 drauf. Jeweils einen größer. Aber ja, Getriebe brauche ich. Ich will den Wagen am besten gar nicht so leicht machen. Ist eigentlich schon wieder ein Problem. Okay, Fahrwerk ist gut. Okay, Offroad, nein. Und die Serienbremsen, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Und auch mit den roten Bremssätteln, das sieht halt einfach bekloppt aus. Sind doch wenigstens, sind noch mal einiges leichter, warum auch immer. Ich meine, die Bremsscheiben sind jetzt aber auch nicht so klein, ne? Also, im Vergleich zur Größe des Rades, die Bremsscheiben schon amtlich. Sind, glaube ich, 288 mm groß, vorne und hinten. Alter, wir liegen unter 700 Kilo. Mit, genug Leistung. Rennspieler, das sind, glaube ich, 480 PS oder so. 470 PS. Ach du Scheiße, was? Wie viele Punkte habe ich jetzt? Oh. Ja gut. Was habe ich da getan? Ich glaube, das wird jetzt sehr interessant. So, Beschleunigung sagt... Oh. 106 Sekunden auf 100 Meilen. Topspeed ist bei dem Auto eh nicht wirklich wichtig. Aerodynamik. Ich gehe erstmal voll auf Kurven. Wie viel würde er da noch fahren? Geht 295, also okay. Kann schon so ein bisschen. Ah. Ich lasse ihn mal hoch, ne? 7,1 cm. Ist natürlich extrem hoch. Okay, ja gut. Getriebe werde ich, glaube ich, eher länger übersetzen. LS-Gang schon so. Beim ersten so 100 oder? Weiß ja nicht, ne? Wegen Grip-technisch. Ich denke, im ersten werden wir Wheelspin haben, definitiv.
Im zweiten könnte ich mir vorstellen, dass wir da sogar Grip haben. Bei den ersten Gang auf jeden Fall schön lang. Ja. Ein bisschen kürzer. So, die letzten Gänger, die brauchen alle gar nicht so lang. Top Speed ist eh nicht so relevant bei dem Auto. Für das, was er möchte, zumindest. Ich denke, bei der Rundenzeit, ich glaube, die Kurvengeschwindigkeit war eigentlich wirklich ziemlich gut. War für den LI. Aber halt, Beschleunigung bei der Leistung. Für die Leistung beschleunigt er wirklich gut. Natürlich im Vergleich zu anderen Autos mit dem Leistungsindex ist die Beschleunigung ab einem bestimmten Punkt halt nicht so geil. So. Na gut. Kann man machen. Mein Fernseher geht aus. Nice. Also. Okay. Ja. Also beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Meine Güte. Ja, Top Speed reicht völlig aus. Und schaffe nicht ganz, aber ja gut, ich meine, die Kurvenlage auch bei Top Speed hier. Wie sich hier auf dem Gas bleiben kann. Muss überhaupt nicht abbremsen. Okay, die Kurve kann ich, ups, easy vollnehmen. Das geht mit einem GT3 RS bei dem Tempo, glaube ich, nicht. Da müsste ich bremsen. Und GT3 RS ist jetzt ja auch kein schlechtes Auto, was die Kurvenlage angeht. Ich meine, die Kurvenlage ist halt schon Bombe. Für den Wagen ist halt gut, dass er so wenig wiegt. Das ist natürlich ein ganz klarer Pluspunkt. Ich stecke mal eine Rundstrecke. Ich nehme mal die hier. Würde ich mal jetzt mit dem Motor gucken, ob der Wagen sowas kann. Ich habe den auch versucht, jetzt nicht ganz so leicht zu machen. Natürlich weniger Gewicht ist generell was Gutes. Man kann es aber halt auch übertreiben. Und irgendwann ist das denn nicht mehr so was Gutes. So, in der Klasse Track Toys sind wir hier. Nein, nicht Name. Ich wollte einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal 4 Runden. Starker Regen, um Gottes. Nein, 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 nein. definitiv will ich hier nicht bei Regen fahren. Würde ich auch, denke ich mal, keinem empfehlen. Ich kann mal das Lied ja das Leistungsgewicht ausrechnen von dem Auto. Das wird sich ja noch weiter verbessert haben. Also laut Wikipedia war das Leistungsgewicht dieses Autos auf dem Niveau eines Formel-1-Wagens aus den 1960ern. Die Aussage kann ich weder dementieren noch bestätigen. Ich kann das jetzt mal ausrechnen. Also, das waren 354 mal 1,36. Sagen wir rund 480 PS. Das passt eigentlich schon ganz gut. Driver-Teil-Schwierigkeit. Ja, muss ich nochmal kurz ändern. Das ändere ich jetzt generell einfach mal. Ja, komm, Profi mache ich. Das will ich nochmal ganz kurz starten. Wegen der Musik hier, weil die Hintergrund gerade läuft, die ist geschützt und dann kriege ich wieder auf den Sack. So, da haben wir auch schon 100 km erreicht. Warum auch nicht? Also 480 PS ungefähr. Ich mache mal 700 Kilo. Ja, auf die. Oder 690 Kilo. Also 690 durch 480, oder? 1, rund 1,44 Kilo pro PS. Kommt hin, ne? Ja. Das ist absolut wenig. Selbst in welche Sportwagen, Supersportwagen, liegen meistens auch bei über 2 Kilo pro PS. Ich glaube, selbst wenn ich einen Porsche 911 oder so, liegen natürlich auch weit über 2 Kilo. Ich glaube, sogar ein Turbo 2,5 Kilo pro PS.
Oder was ich Aventador auch über 2 Kilo pro PS. Je nach Version natürlich. Ich weiß nicht, was er an der Motorisierung anhat, gewichtstechnisch. Sind die alle auf einem ähnlichen Level, was Aventador angeht. So. So. Das hat sich besser als erwartet. Ich dachte, wir haben viel, viel mehr Wheelspin. Gerade an der Kurve beim Kurvenausgang habe ich schon viel Vollgas gegeben. Dagensen hat Wheelspin gehabt. Das war schön kontrollierbar. Das gefällt mir nicht ziemlich gut. Versuchen wir mal die Rundenzeit zu merken. Weil es meine Idee ist, dass ich nach diesen 4 Runden das Auto wieder umbaue auf den Serienmotor und den einfach mal vielleicht versuchen, eine ähnliche Leistung einzubringen. Oder einen ähnlichen Leistungsindex, wenn das geht. Oder halt zum Notfallaufbau. Und dann einfach mal gucken, was hat denn hier für eine Rundenzeit wert. Und natürlich auch der Vergleich, was sich besser fährt, welcher Motor oder mit welcher Leistung. Vielleicht auch nicht, dass man den Serienmotor auf diese Leistung bringen kann. Das bezweifle ich mal. Ich meine, 1,8 Liter Kompressor ist jetzt halt nicht die Welt, ne? Porsche, ey. Jetzt aber eigentlich in Ordnung. Natürlich eine ganz andere Liga, als der Wagen mal war. Ah, ich bin da vorbei. So. Ich glaube auch für den RI von 961 oder so, glaub, dafür ist der Wagen trotzdem nicht so schnell. Kriege ich immer noch nicht geschossen. Ich fand Serie von sich halt wirklich sehr, sehr gut, sehr angenehm. Ich kann auch sehr früh in den Kurven sehr früh wieder Vollgas geben. Gucken, Speed, die Aerodynamik hat alles super gepasst. Bin ich echt überrascht von. Hab ich auch von der Zeit ein bisschen mehr erwartet. Das hat sich halt schneller angefühlt. Bentley, Alter. Also vorzeitig schon. Aber generell, was macht sowas in der Track-Track-Klasse? Das verstehe ich halt nicht. Das ist ein über 2 Tonnen schweres Protzauto. Was hat das mit Track-Track zu tun? So, er war noch Fehler geworden. Und die Porsche ist überholt, ja. Da muss ja schon mal was heißen. Caterham, wow. Caterham muss ich sagen, ich bin den mal, glaube ich, der war mal in einem Forza-Ton, muss man den fahren. Ich finde absolut schrecklich, den Wagen. Also, ne. Einfach nein. Ketter mag ich gar nicht. Auch schon in früheren Forza-Teilen. Das hat mir nicht gefallen, das Auto. Fuhr sich einfach scheiße. Muss ich sagen. Ich glaube, Tuning hat es auch nicht wirklich besser gemacht. Achso, hier um die Ecke ist natürlich mein Castle. Dann gehe ich mal da rein und baue mal wieder den Serienmotor ein. Vielleicht auch einfach mal einen Vollaufbau des Motors. Wenn er überhaupt noch Leistung geht, das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, da sollte noch ein bisschen was gehen. Aus 1,8 Liter kann man schon ein bisschen was machen. Ich meine, A-Klasse hat mit 2 Litern Hubraum auch 360 PS. Oder glaube ich sogar 381 als Facelift. Also mit Hubraum. Ja, A-Klasse hat Kompressor, die hat einen Turbolader. Na, mal gucken. Wir haben einen Serienmotor. Immer noch Handling 10,0. Aber Leistungsindex, ja. Oh, 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 da geht aber einiges. Erstmal natürlich, was ich am liebsten mag, Kompressor.
Ja. Ich glaube, wir knallen da einfach mal alles rein, was geht. Weil viel wird es eh nicht sein. Hubraum von 1,8 auf 2,1. Oh. Doch, wir kommen in die Leistungsliga. Sogar mit ein bisschen mit mehr Leistung. Ich mach's trotzdem mal. Aber wir haben mehr Leistung. Vor allem jetzt so um die 500 PS, glaube ich, so grob gerechnet. Aber erstmal wiegen wir deutlich mehr. Deswegen auch wahrscheinlich der Leistungsindex deutlich niedriger ist. Bei mir 13 Punkte weniger. Ich denke mal, das ist wegen dem Gewicht so. Weil wir jetzt ungefähr 80 Kilo schwerer sind. Warum ist der Motor denn so schwer? Ich meine, Vergleich, ne? 1,8 Liter Kompressor oder 3 Liter Saugmotor. Also 1,8 Liter, glaube ich, ist das 14 oder 16 Liter? Ich weiß nicht genau. Hat 3 Liter V8. Das ist halt der V8 so extrem viel leichter ist als der Motor. Mit weniger Hubraum. Was ist ein Kompressor so schwer? Könnte ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass er das so viel ausmacht. Oh. Okay, was sagt die Übersetzung? Die sieht wieder mal sehr kurz aus. Ich mach's mal ein bisschen länger. Einfach mal so. Zack. So. Ich muss aber sagen, vom Sound finde ich den Motor echt geil. Jetzt die Frage, ist das ein Vierzylinder- oder ein Sechszylinder-Motor? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, Sonnenaufgang. Euch noch mal 4 Runden? Ach komm, ja. Wozu der Geiz? Also gut, da war sie doch auch. Hätte ich auch so fahren können. Also der Zahn finde ich echt gut. Ist das 4-Zylinder oder 6-Zylinder? Vor allem, woher der Motor stammt. Ich weiß, dass der Motor von Toyota ist. Über eigentlich so wie allen euren Lotus. Beim Evora ist der Motor von Toyota. Der MXC schon unterliest, glaube ich, eigentlich auch. Zu der E-Schwester-Modelle. Der Nachfolger hier, 311, auch. So, eigentlich alle von Toyota, die Motoren. Aus welchem Toyota? Ist das denn Motoren von Toyota selber, aus Toyotas Modellen oder eigens für Lotus entwickelte Motoren? Das kann ja auch sein. Ja, Dickschiff. Bis die Rundenzeit auch nicht gemerkt, wie wir gefahren sind. Ich glaube, es waren 44 Sekunden. Irgendwas. Kann ich ja nachher noch mal einblenden, vielleicht die Zeit. Ihr habt es euch vielleicht gemerkt. Leider nicht. Ich glaube, der Renault Clio. Wer kennt das nicht als Track-Toy? Okay, ich habe das Gefühl, wir haben sogar mehr Grip als vorher. Gut, Cayman GT4 Track Toy, das kann ich auf jeden Fall mehr verstehen. Und, oh ja. Das Gefühl, ich habe sogar mehr Grip. Ich komme jetzt besser klar, weil ich die Strecke vielleicht besser kenne. Das kann auch sein, weil den Wagen besser kennen. Oder sogar beides. Das fährt sich auf jeden Fall anders. Und jetzt vor allem auch mehr Drehmoment als vorher. Mit einem Feuer, glaube ich, um die 350 Newtonmeter. Halt ein Lokmotor. Das Kompressor. Natürlich gibt es auch ein bisschen Drehmoment. Ja, ein bisschen. Also 430 Newtonmeter ist schon mal ein ganzes Stückchen mehr als vorher. Jo! Ja, Alter! Das ist aber auch stark ab, ey. So. Mir gefällt der Motor so besser. Ich würde vielleicht sogar noch Leistung rausnehmen ein bisschen.
Vielleicht auch einen S1-Aufbau machen oder so. Ich denke, das würde auch reichen. Der Fallaufbau macht, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Also in den langsamen Kurven kommt er mir ein kleines bisschen träge vor. Kann auch an mir liegen. Prozent ist, glaube ich, sogar besser geworden jetzt. Okay, dann haben wir noch eine GT3. Kann auch wieder sehr früh ans Gas gehen. Und kann dann trotzdem noch gut beschleunigen. Ohne viel Traktion zu verlieren. Das gefällt mir sehr gut. Ja, der Porsche vor mir, der gefällt mir auch sehr gut. Und gelb, lecker, lecker. Ne, wird ein dritter Platz werden. So ein Platz besser als mit dem V8-Motor. Oh, komm ich ran. Ah, leider nicht mehr gereicht, schade. Oh, der GT3. Hm. Schönes Auto. Ja, 52,5 Sekunden ungefähr. Ich meine, das ist sogar besser als mit dem V8-Motor von Ariel. Bin mir gerade echt nicht sicher. Aber es fährt sich auf jeden Fall besser. Das kann ich definitiv bestätigen. Fährt sich deutlich angenehmer. Woran das aber liegt? Das ist eine gute Frage, würde ich auch gerne wissen. Weiß ich gerade nicht. Aber auch interessanter Motorswap, wie ich finde. Das ist auch mal schön, oder nicht zum auszuprobieren. Einfach mal testen. Ich finde immer noch ein sehr geiles Auto. Ich finde den eigentlich sogar geiler als den Lotus 311. Klar ist der 311 schneller. Das ist mir auch klar. Ich finde den irgendwie trotzdem. Ich finde den irgendwie besser, ich weiß nicht. Ich finde es einfach ein cooles Auto. Auch mit einem kleinen Motor. Das reicht völlig aus. Echt ein schönes Teil. Dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nächstes Teil, ey. Und tschüss.